So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario 35. Und ich habe im letzten Part festgestellt, es wäre eine schlaue Idee, mal ein paar Level zu lernen, im Sinne von, wo sind denn versteckte Sachen? Dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wo Zeug ist, ne? Dafür müsste man eigentlich mal überall so ein bisschen auch rumspringen. Nicht nur. Weil es kann ja echt überall so ein bisschen was sein. Das heißt, ich werde ziemlich mal ein bisschen umgucken. Das ist ja 5-1. Mann! Das ist ja 5-1. Und, ja. Das ist ja die Stage, die wir schaffen wollen, wenn wir sie mal bekommen sollten. Dann wäre es gut zu wissen, wie die läuft. Bisher läuft sie nicht. Achso, ich muss jetzt ja gar keine Kombos machen. Es geht da gar nicht um Zeit. Geht nur darum, versteckte Blöcke zu finden und sowas. Okay, bis hier scheint nichts zu sein. Hier gibt's dann den... Hier gibt's direkt den Stern, okay. Gut zu wissen. Stern ist natürlich wichtig. Okay, dann mit dem Stern kommt man erstmal ein ganzes Stück. Ah, was ist hier? Hier ist bestimmt irgendwas drin. Einfach nur ein Leben, okay. Ist hier sonst noch was? Nein. In die Röhre kann man aber bestimmt rein. Was gibt's da? Aha. Okay, Münzen. Einmal gibt's hier Münzen. Hier noch irgendwas? Nein. Warum kann man da hoch? Ach so, dass man hier reinkommt. Ist da irgendwas? Nein. Okay, hier wäre jetzt irgendwie Quatsch, aber ich setze mal kurz den hier ein, in der Hoffnung, dass ich einen Pilz bekomme. Ach, lösch dich. Okay, und dann sind wir hier. Jetzt habe ich natürlich einen Teil übersprungen, das ist klar. Okay, das wäre das Level. Ah, jetzt habe ich natürlich einen Teil übersprungen. Das ist, ja. Also nochmal. Aber habe ich das jetzt richtig gesehen? Es gab bis zum Anfang nur den Stern und sonst nichts. Keinen Pilz, gar nichts. Es gab kein Power-Up, ne? Zumindest nicht, dass ich eins gesehen hätte. Ja, das erste, was es gibt, ist der Stern. Okay. Kein Pilz. Selbst hier ist ja nur das Leben drin. Ah, das ist die Stage. Es gibt in dieser Stage kein Power-Up? Echt jetzt? Echt jetzt? Okay. Dann muss ich da auf jeden Fall mit Power-Up rein. Oder halt aufpassen. Ja gut, probieren wir es aus. Oder ich habe halt irgendeinen versteckten Block, den ich nicht gefunden habe. Das kann natürlich sein, dass es den gibt. Ich weiß noch, ich kannte mal mehr Verstecke, ne? Ich habe das ja auf dem Game Boy Color, habe ich ja Super Mario Bros. Rauf und runter gespielt, habe ich ja schon erzählt. Da musste man ja noch die Yoshi-Eier suchen und die roten Münzen und so weiter. Waren das rote Münzen? Irgendwas musste man suchen. Und da hat man auch sehr viele versteckte Blöcke und so Zeug gesucht und auch sehr viele gefunden. Also die gibt es, aber ich weiß halt nicht mehr wo. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe einfach keine Ahnung mehr. Leute sind schon wieder raus. Also wie gesagt, ich verstehe, dass man ganz am Anfang einmal rausfliegt, aber dann hat man doch erstmal Zeug. Wie schafft man es denn dann? 6 Leute, 7 Leute.
Wie schafft man das? Geht doch nur, wenn man irgendwie beim Spielen gerade gestört wird und jemand reinkommt und keine Ahnung. 1-3, ach nee. Wer wählt denn überhaupt 1-3 in diese Runden rein? Na gut, vielleicht Leute, die noch nichts anderes haben. Das kann natürlich sein. Aber uff. Oh, ich habe die Blume nicht eingesammelt. Okay, dieser Sprung, ich werde den so oft noch verhauen. Ich werde den so oft noch verhauen. Es ist so... Oh, nee. Oh Gott, der wäre schon wieder fast schief gegangen. Habt ihr das gesehen? Ah, oh, diese Sprungphysik. 1-1 wieder, okay. Aber bisher ist noch nicht so viel los an zusätzlichem Gegnerkram. Ja, ich lasse mich trotzdem treffen. Das ist okay. Ist nicht viel los, ich lasse mich trotzdem treffen. Oh Mann, ey. Toll. Das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Aber wenn ich jetzt keinen Quatsch mache, kriegen wir da drüben ja trotzdem gleich die Blume. Und als ob ich hier nochmal Quatsch machen würde, haben ich doch nicht. Okay. Mach tatsächlich keinen Quatsch mehr. Ist ja mal was Neues. So. Okay. Hopp. 2-1. Da kennen wir eigentlich auch schon alle wichtigen Verstecke, glaube ich. Zumindest gibt es hier noch sehr, also gibt es hier sehr viele Blumen und Zeug und das haben wir eigentlich alles immer bekommen. Das ist nicht das Problem. Hier ist der Stern drin. Und damit ist erstmal alles clear. Und jetzt kommt dieser blöde Schluss, den ich immer noch hasse. So. 3-3, okay. 3-3. Ach, das ist das Ding. Ach, nee. Na gut, wir spielen bis zum Block. Das sollte hinhauen, da kommt jetzt nicht allzu viel schlimmes Zeug entgegen. Jo. Haut hin. Wie erwartet. Dann haben wir die Blume wieder. Den zünden wir raus. Hier wird alles einmal weg. Ah, diese knapp. Ah, dass der so schwerfällig springen muss. Ich komme nicht drauf klar. Ah, mein Gott. Ich komme auf den Sprung nicht drauf klar. Okay. Zack, 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 zack. Ja, jetzt können wir eigentlich auch durch den Dings gehen. Durch den Abkürzung. Da war ein KO einfach mal dabei. Okay. Hopp. 4-3, okay. Waren wir noch nicht so oft drin, aber haben wir auch schon geschafft. Ah! Haben wir auch schon geschafft. Jetzt läuft die Zeit schon wieder knapper. Und jetzt wäre die Frage, wenn jetzt nur noch die Leute drin sind, sind jetzt auch nur noch denen ihre Stages dabei? Oder wie ist das? Ich glaube nicht. Ich glaube, es kann trotzdem noch alles dran kommen. Weil sonst wäre die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt bald mein 5-1 kommt, gar nicht so gering. Ne? 1-4, okay. Aber jetzt kommt dann auch noch ein Bowser ins Spiel. Weiß nicht, ob ich das so gut finden soll. Oh, Junge. Ne, lauf doch nicht da rein, du Pfosten. Oh, nee. Jetzt war ich viel zu unvorsichtig. Ach komm, hör doch auf mit Pause. Das will doch kein Mensch. Wir wollen Power-Ups. 1-2, okay, Power-Up ist da. Power-Up ist da. Furchtbares Geräusch ist auch da. So, Stern ist auch gleich da.
So, Stern ist da. Damit ist auch Blume gleich wieder... Oh, nee. Damit ist auch Blume gleich wieder da. So. So. Haben wir die Zeit für das Leben? Ja, komm. Ah, toll. Aber das sind doch jetzt schon... Oh, nee. Das sind doch jetzt schon mehr als... Fünf! Nee, das ist fünf. Zwei, oder? Aber haben wir auch noch nicht. 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 Okay. Let's go. Das ist das, wo ich geschafft... Oder? Haben wir das schon? Nee. Das, da bin ich geschafft... alles. Da bin ich gescheitert, wollte ich sagen. Ja, Mensch. Ah. Es ist... Ah, es ist... Es ist so dramatisch. Dramatisch. Mein Gott, ey. Okay. Jetzt musste ich, aber das habe ich, dass ich das jetzt versaut habe, das ist jetzt echt ärgerlich. Ah, Mann, wir hätten eine neue Stage haben können, wenn ich nicht wieder gechoked hätte. Aber es musste ja schief gehen. Yo! Da war ich ein bisschen zu übereifrig. So. Oh, diese... Diese Springe. So, was haben wir hier hinten? Nix, was ich brauche. Okay, ich hätte 1-2 natürlich gehen können, um eine neue Reihenfolge hier hinten zu starten. Das hätte ich machen können. Ja, ich hätte 1-2 gehen sollen. War blöd. Weil jetzt bringen wir auch noch Bowser ins Spiel, dann geht es hier schneller, als ich gucken kann. Was ich jetzt ja gar nicht mal will. Ich will ja, dass es länger dauert, damit ich mein Level bekomme. Plötzlich ganz neue Zielsetzung hier beim Spielen. So. Ach so, wenn ich will, dass es schneller geht, sollte ich vielleicht auch einfach auf Zufall lassen, um nicht so viele Leute rauszuziehen. Glaubt, es ist dann besser? Ich weiß es nicht, Fragezeichen. Aber es dürfte dann nicht so schnell sein, weil bei Konter kann ich ja mehr anvisieren. Bei Zufall visiere ich doch immer nur einen an. Ich glaube, das ist besser. 1-1. Und wenn ich einen anvisiere,
kann ich eigentlich auch nicht so viel gekontert werden, ne? Wenn es immer wieder wechselt, dann bin ich ja von Konter relativ befreit. Das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Na klar, wenn ich Konter aktiviere, greife ich ja recht viele an. Wenn die auch alle Konter aktiviert haben, ja gut, dann ist es entsprechend eben, geht's hin und her. Aber wenn ich immer nur einen anvisiere, selbst wenn der Konter aktiviert hat, ist es ja nicht so dramatisch. Das dürfte am Ende weniger Gegner bedeuten. Ah, das ist ja wirklich strategisch, was man da oben wählt. Eieiei. Okay. Ja, seht ihr das? Jetzt kommen kaum Gegner. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder ob das wirklich daran liegt. Aber das könnte Sinn ergeben, was ich gesagt habe. 4-2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei 4-2 ist natürlich die Gefahr hoch, dass man irgendwo runtersegelt. Da wäre es jetzt gut, möglichst schnell nach oben zu kommen. Und oben einfach durchzurennen. Sehr schön. Okay. Jetzt bekomme ich halt keine Zeit dazu, aber ja, dafür kommen wir durch die Stage. Und haben hinten gleich wieder die Röhren zur Verfügung. Das ist natürlich auch wichtig. Und 5, schade. Achso, die Röhren ist gut, eine. Das, oh nein, ich weiß, oh nein, ich weiß, oh nein. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Ich glaube, ganz unten. Nee, oder? Doch, doch, ganz unten. Yes. Da ist noch gar keine Reihenfolge, da ist nur einmal. Oi, 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 oi. Okay, 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 okay. Hier müsste man eigentlich auch mal gucken, ob es hier irgendwo einen versteckten Block oder sowas gibt. In dem Übungsmodus. Ich meine, hier gibt es irgendwo einen versteckten Block. Weil falls man hier mal ohne Power-Up reinkommt und kein Roulette hat oder so, ne? Dass man sich hält zu helfen. Aber ich weiß nicht wo. Aber ich meine, hier gibt es irgendwo einen. Können wir mal... Wir können nachher, wenn jetzt hier die Runde vorbei ist, machen wir Übungsmodus und gehen in die Stage rein. Weil das möchte ich schon wieder wissen, wo der Block ist. Ich glaube, da gibt es einen versteckten Block. Das wäre super gut, den zu wissen. 1-4. Ah. Nicht, was ich suche. Oh, jetzt war ich wieder riskant hier unterwegs. Aber seht ihr das? Ich bekomme kaum Gegner. Das natürlich nicht gut ist, weil so bekomme ich auch keinen Zeitzuwachs. Aber ich komme gut durch die Stages durch. Also es hat alles vor... und Nachteile. So. Hier bekomme ich jetzt wieder ein bisschen mehr. Okay, warum nicht? Im Moment visiert mich einer an. Und zwar der da oben. Oben, oben, oben rechts. Aber da ich den gar nicht angegriffen habe, kann es eigentlich kein Kontervisier sein. Vielleicht hat der irgendwie, habe ich die meisten Münzen oder so, kann das sein? Nee, habe ich auch nicht. Ist ja egal. Ist ja wurscht. Oh, wow. Vielleicht war es Zufall. Eben, über Zufall kann es ja immer passieren. Über Zufall kann man ja auch immer erwischt werden. Ach, das ist alles nicht, was ich will. Vor allem, wir sind kurz davor, dass die Zeit schneller läuft. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Mach dich weg. Oder ich laufe einfach durch. Das ist auch in Ordnung. Ja, aber die habe ich in die Runde. Nee, die bringt der andere gerade ins Rennen. Okay. Ah, okay. Hi. Tschüss. Ja, hilft nichts. Ist noch ein paar. Hilfe. Hi. Das ist... Oh Gott. Okay, egal was ich bekomme. Jo, passt. Eins, eins. Och nee.
jetzt geht das hier wieder los. Jetzt müssen wir das 1-1 aber richtig... Jetzt müssen wir 1-1 aber richtig spielen. Yo, jetzt sind... Oh nein, 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 jetzt sind auch Hammerbrüder im Spiel. Ach nee, das ist das Letzte, was ich wollte. Komme ich an den Pilz ran? Yes. Okay, okay, okay. Wenn ich auch noch an den Stern rankomme, ist erstmal alles gut. Yes, okay, sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt will ich noch schnell die Zeit holen. Zack. Ah, nee, ich hatte noch gar nicht die Blume. Ha. Dann war es ja umso wichtiger, das auszulösen. Okay. 5-1! 5-1, okay. Jetzt nicht joken. Wir haben 5-1 gesehen. Es kann eigentlich nicht viel schief gehen in 5. Wir sind gleich am Stern. Wenn wir den Stern haben... Oh, wow. Wenn wir den Stern haben, ist eigentlich alles okay. Weil jetzt kenne ich den Rest. Jetzt renne ich einfach durch. Oh Gott, doch Gott. Das Leben interessiert mich nicht. Hier die Röhre und jetzt haben wir es. Wir haben die Stage. Wir haben die Stage. Yes! Success! Success! Damit haben wir 5-2 freigeschaltet, was wir jetzt schon mehrmals hatten und gefailt haben. Aber jetzt können wir 5-2 erstmal üben. Okay. Sehr gut, sehr gut. Also, ich bin zufrieden. Die Runde war ein Erfolg. Egal, ob wir gewinnen oder nicht. Gewinnen wäre natürlich jetzt das Sahnehäubchen. Aber muss jetzt auch nicht sein. Ich bin zufrieden. Mein Ziel ist erreicht. 6-2! 6-2! Let's go! 6-2! Oh mein Gott! Nee! Oh, ist hier was drin? Na, Münzen. Nicht, was ich gesucht habe. Kann ich hier rein? Nein. Die Stage kenne ich jetzt halt wieder noch nicht so gut. Jetzt muss ich halt ausprobieren, ob es irgendwo was gibt, was ich gebrauchen kann. Ja! Da ist die Blume. Kann ich da rein? Nein. Oh, da ist ein Bowser. Okay, aber den kriegen wir weg. Alles gar kein Problem. Hier oben könnte natürlich was drin sein. Aber da springen wir jetzt einfach mal gekonnt drüber. Ist hier was drin? Nein. Da könnte auch was drin sein, aber auch das geht einfach. Springen wir drüber. Okay, ich glaube, wir haben die Stage. Das sieht nach Ende aus. Nee, doch noch nicht Ende. Jo, da war was los. Okay, hier ist auch nichts. Es ist eine lange Stage. Okay, es ist eine lange Stage. Ja, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie. Yes. Zwei Stages in einer Runde. Nice. Okay, okay. Sehr gut. Perfekte Runde bisher. Optimal. Was will ich mehr als zwei Stages in einer Runde bekommen? Also gut, drei Stages in einer Runde. Das wäre noch schön. Oder vier Stages. Aber sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, das habe ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht so gut aufgepasst. Ups. Und hier durch die Röhre gehen ist im Prinzip jetzt sogar taktisch klug, weil man damit ja die Zeit stoppt. Für einen Moment. Und gerade jetzt, wenn die schneller runterläuft. Oha. Bitte kein Pau. Okay. Gerade jetzt, wenn die schneller runterläuft, ist es 8-1 oder 5-2. Komm, wir gehen 8-1. Yo. Weiß halt nicht, soll ich... Also solange ich klarkomme, setze ich mal nichts ein. Und hoffe, dass ich eine Blume so jetzt bekomme. Auf natürliche Art und Weise. Hier könnte... Okay, okay, jetzt setze ich ein. Perfekt. Oh mein Gott, ist es mein Ernst. Oh, da hätte man vielleicht hochgekommen. Oh nein. Na, das ist nicht, was ich wollte. So überlebe ich halt nicht. Nee, hör auf damit. Gib mir ein Power-Up. Hier irgendwas drin?
Nein. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist das für ein Sprung? Oh mein Gott. Ist das das Ende? Nein, schade. Hätte es sein... Oh nein. Das ist das Ende. Nein, auch noch nicht. Oh Gott, was ein Sprung. Okay. Okay, wichtig. Was ist das? Oh mein Gott. Ich meine, ich erkenne das. Ich habe das alles schon mal gespielt, aber es ist so lange her. Jetzt sind wir am Ende. Okay. Ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig jetzt. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Yes. Yes. Drei Stages. Drei Stages in einer Runde. Einfach freigeschaltet. Uff. So gut. Aua. Nein, jetzt ist blöd. So, hier schön die Zeit immer wieder zwischendurch stoppen. Eins, zwei, okay, sehr gut. Jo, ich hätte gerne den Stern da hinten auf jeden Fall. Ich weiß, ich müsste deutlich... Nein! Ich müsste deutlich schneller spielen, aber... Ist halt gerade nicht drin. Jetzt komme ich hier wieder nicht ran. Dann lauf halt einfach durch. So, was soll's. Können wir zumindest die Zeit gut aufbauen. Aber man hat kein Power-Up gewonnen. Okay, wir gehen. Wir gehen 1-2 wieder. Da kriege ich hier direkt den Pilz am Anfang. Der ist wichtig. Jetzt gehe ich mal auf Konter, weil wir jetzt wirklich angreifen müssen auch. Na, jetzt ist Krieg. Toll. Wie komme ich denn jetzt? Komme ich da rum? Ja! Das hätte ich nicht... Nein! Ich brauche eine Münze. Ich brauche die Münze da oben. Oh mein Gott, das war so strategisch jetzt mit der Münze, dass das funktioniert hat. Und es war... Oh Gott, ey. Das war Glück. Erst war es strategisch, dann war es Glück. Ja, ja, lasst mich halt Quatsch reden. Ist in Ordnung. Oh mein Gott. Oh, hi. Hallo, Herr Bowser. Oh nein, ich hab alles verloren schon wieder. Ich brauche Münzen. Hier drin kriege ich Münzen. Das war nicht so gut. So. Ich brauche die Münzen, es hilft nichts. So, jetzt. Sehr gut. Denn auch das Einsetzen des Roulettes stoppt die Zeit in dem Moment, wo man Power-Up bekommt, ne? 1-1, 2-1, 1-4. Gehen wir 1-1. Aber es ist halt nicht so... Ja. Es ist halt nicht so... Gerade jetzt am Anfang kriege ich die Zeit nicht so gut zusammen. Ah! Nee, das ist alles gerade nicht so gut, was die Zeit angeht. Oh, nee! Wo ist mein Block? Da. Gib mir das. Okay. Das war gut für die Zeit auch jetzt. Jetzt war es tatsächlich gut, den Pau zu haben. Nee, Mann. Schnell den Stern einsammeln. So. Schnell den Pilz einsammeln. Und durchrennen. Ah, die Zeit ist nicht... Die Zeit ist nicht auf meiner Seite. Ich bin hier definitiv am Ablosen, was die Zeit angeht. 1-3. Oh, das ist die letzte Stage, die ich jetzt gebrauchen kann. Ja, das war's. Hier komme ich nicht durch. Also, selbst wenn ich jetzt hier... Na, ich hab die Zeit nicht, um hier zu warten ewig. Das ist einfach nicht drin. Ich komm nicht weit. Ne? Ich habe keine Zeit aufzubauen. Ich komme hier nicht durch. Ich verliere. Aber es ist okay. Es ist okay. Lieber mit runterfallen. Lieber mit dummem Runterfallen als mit Zeitverlust. Ach, schade.
Aber gut. Was wir erreicht haben, was wir erreichen wollten, haben wir ja erreicht. Also insofern ist das natürlich jetzt komplett nice. Ah, was eine gute Runde. Zack, zack, zack. Großartig. Und jetzt wäre 5-2 die einzige, die ich neu spielen muss. Ja, es füllt sich. Es füllt sich langsam. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.